Mai ist jetzt angebrochen und wir gehen heute zum Times Square und auf die Fifth Avenue und dann noch woanders hin. Und auf jeden Fall freue ich mich schon total darauf. Ich wollte schon immer mal auf den Times Square. Wir gehen zwar nicht lange dahin, wir gehen da eigentlich nur so dran vorbei, weil meine Eltern finden es da nicht so cool, weil da sind richtig viele Leute. Und deshalb gehen wir da nur so dran vorbei, aber das ist auch schon was. Und auf der Fifth Avenue wollte ich mir was Besonderes kaufen und das seht ihr dann. Wir sind inzwischen im Central Park angekommen und wir laufen gerade durch den Tunnel. Das war das gerade so ein komisches Licht. Auf jeden Fall waren wir jetzt lange Zeit auf der Fifth Avenue und waren danach noch essen. Und jetzt sind wir hier und nachher gehen wir noch Kuchen essen und darauf freue ich mich. Und dann nochmal zu Tiffany, weil ich habe mir da ein Armband gekauft für mein Konfirmationsgeld. Aber es gab nur noch nicht Small, sondern Medium. Und es hat mir halt nicht gepasst und es wird jetzt auf Small eingestellt. Also die entfernen da jetzt so ein paar Ringe und dann passt mir das perfekt und das finde ich voll cool. Und die Ringe kann ich halt auch dann wieder mitnehmen. Das ist eh praktischer, weil die Ringe kann ich dann mitnehmen und dann, wenn mein Handgelenk dicker wird, kann ich das wieder dran machen. Und das finde ich sehr cool und deshalb haben wir es dann einfach mitgenommen, anstatt zu einem anderen Tiffany-Laden zu gehen. Wir haben den Park relativ schnell hinter uns gelassen, weil es war extrem heiß da drin und wir hatten dann alle gar keinen Bock mehr darauf und deshalb habe ich da drin auch nicht mehr gedreht. Aber ihr habt bestimmt ganz schön viele Bilder schon davon gesehen. Und wir laufen gerade durch die Upper East Side hindurch, weil ich bin der totale Gossip Girl Fan und ich versuche hier so ein paar Spots zu finden, wo die gedreht haben. Aber das Problem ist, irgendwie sieht hier alles gleich aus und ich habe keine Ahnung, wo die gedreht haben. Aber ich finde es trotzdem schön und interessant, wie die Reichen so leben. Und danach ging es nochmal zu Tiffany's und ich bin super happy mit meinem Armband, weil es sieht halt einfach alleine sehr gut aus, aber auch mit, in Kombination mit meiner Nordgreen-Uhr. Und übrigens, die Uhr wurde bereits verlost. Also in meinem Fashion Hall habe ich ja die Uhr zur Verlosung bereitgestellt und die wurde jetzt verlost und die Gewinnerin hat sie auch schon übrigens und sie ist super happy damit. Wir sind schon längst fertig mit Essen, also mit Kuchenessen. Wir hatten aber keinen Kuchen, sondern Cupcakes, weil die sahen leckerer aus. Und dann haben wir uns gesagt, ach, dann nehmen wir Cupcakes. Und dann waren wir danach, waren wir noch bei Tiffany und haben meinen Armband abgeholt. Und jetzt sind wir, was ein Wunder, schon wieder auf dem Weg, um uns Essen zu holen. Und wir gehen diesmal amerikanisch essen, darauf freue ich mich schon. Auf dem Weg zum Essen
sind wir am Google-Gebäude vorbeigekommen und das will ich euch jetzt mal zeigen. Wir sind in Tag 4 und gerade joggen wir, also ich mit meinen Eltern, weil die anderen haben dazu keinen Bock. Und ich mag Joggen generell und in New York ist es richtig cool zu joggen und wir joggen jetzt auf den High Line. Und danach ging es weiter ins West Village, wo sich meine Mom das Haus von Carrie Bradshaw sich ansehen wollte. Und danach ging es weiter nach Soho, wo mir meine Eltern mein Konfirmationsgeschenk gekauft haben. Und ich bin super happy damit. Diese Kette ist einfach wunderschön. Wir sind jetzt im Boot und wir wollten an der Freiheitsstatue vorbeifahren, weil darauf dürfen wir leider nicht, weil meine beiden kleinen Geschwister sind zu klein dafür und deshalb sind wir nur daran vorbeigefahren. Und wir haben dazu die Staten Island Fähre benutzt, weil die war kostenlos und wir wollten jetzt eh nicht auf Staten Island, also wir sind nach Staten Island gefahren, haben uns die Freiheitsstatue währenddessen angeschaut und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und jetzt gehen wir weiter zum World Trade Center.